Hey ho, ihr alle, ich bin's wieder, Özdard. Wie geht's euch? Diesmal mit Fallout 4. The First Hour of Fallout 4. Das ist mein neues kleines Programm, was ich mir überlegt habe. Da zeige ich euch, wie die erste Stunde von verschiedenen Spielen ist. Hier jetzt in dem Fall Fallout 4. Ich denke mal, Fallout 4 ganz zu zeigen wäre ein bisschen viel für YouTube. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, könnt ihr natürlich gerne drunter schreiben. Das könnt ihr unter jedes Spiel, was ich dann mit dieser The First Hour of bla 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 dann halt ausbringe. Und ja, in dem Fall ist es Fallout 4. Ich muss euch leider gestehen, ich habe das Spiel, ja, ich habe das gestern schon gemacht. Extra bin ich extra noch etwas länger wach geblieben und wollte das schnell eben machen. Ja, habe dann eine Stunde aufgenommen, eine Stunde 10 Minuten, wollte das machen, rendern, guck's mir an, asynchron. Geile Scheiße, das Spiel ist direkt asynchron. Ist ja gut, fixe ich das, hab die Tonspur ein bisschen verschoben, bla bla bla. Alles hingekommen, super. Ich guck weiter in dem Stundenvideo, wird das wieder asynchron. Das heißt, irgendwas bei der Aufnahme ist schiefgelaufen, dass das Spiel dauernd asynchron wird. Und das kann man auch schlecht fixen, weil wenn die Tonspur einmal verschoben ist, okay. Aber wenn sie sich innerhalb der Wiedergabe immer weiter verschiebt, dann kann ich das ja nicht korrigieren. Und so war das dann gestern. Deshalb, die Welt ist hier schon untergegangen. Die Welt ist schon untergegangen. Mein Charakter, sehen wir den hier? Guck mal hier halten. Das ist mein Charakter. Was war das? Ah, hier ist ein Tipp. Werkstatt und so. Strukturen. So, das ist mein Typ. Netter Typ von dem Mann, Kollege. Ja, sexy Boy, schwarze Haare, geilen Bart, bisschen verträumt am Gucken, ne, für die sexy Ladies. Da hinten ist ein Hündchen, den habe ich gerade gefunden. Dem kann ich so Befehle geben. Wenn ich den X drücke, kann ich sagen, hey, geh mal da hinten hin. Ja, guck dir das da hin, geh da hinten hin. Und ja, ich kann ihm sogar sagen, dass er die Hund. Macht der hier wieder krassen Shit, hat er die Tür geschlossen. Cooler Hund. Schau's dir an. Anbellen, die Tür anbellen und schon macht er die Tür auf. Netter Hund, super Hund. So, machen wir wieder Ego-Perspektive. Wie ging das jetzt nochmal, dass ich dem das beende? Hey. So, machen wir die Tür wieder auf, mein Freund. Und wie gesagt, also, dass ich bin in der Welt gewesen. Kurze Erklärung, weil ist jetzt ausnahmsweise, normalerweise ist ein bisschen blöd der Titel The First Hour of Fallout 4 und dann fange ich mittendrin an. Deshalb, aber wie gesagt, ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Aber ich will trotzdem Fallout 4 bringen, deshalb habe ich mir gedacht, komm, haust raus. Vor allen Dingen da in Deutschland, der das Release Street Date gebrochen wurde. Das heißt, es ist schon seit Freitag draußen, obwohl das Spiel erst am Dienstag erscheint. Saturn, Mediamarkt, GameStop, alle haben es rausgegeben. Richtig geil, ich habe es mir Samstag geholt. Und habe da so eine kleine Wobbelfigur dazu bekommen bei GameStop, obwohl ich GameStop nicht so mag. Aber naja, die hatten zum selben Preis wie normal so eine Figur dabei. Dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Und ja, also kurz zur Erklärung. Das Spiel hier ist das erste Fallout-Spiel, wo man die Zeit vor der Explosion mitbekommt. Man ist da mit seiner Familie ganz happy, happy, stellt ein paar Sachen ein und plötzlich sagt er, ey, evakuieren, evakuieren. Dann läuft man los, kommt in den Bunker, da drin chillt man dann. Dann sagen die, hey, ihr müsst gescannt werden, ob ihr verstrahlt seid. Weil dann ist es halt schon explodiert. Man geht halt in den Bunker, explodiert, bla bla bla. Dann sagen die, ey, seid ihr verstrahlt? Und dann geht man in so ein Gerät und das ist eine Kryokapsel, dass man so eingefroren wird. Und ja, dann wacht man 200 Jahre später auf. Kurz vorher sieht man noch, dass meine Frau getötet wird und mein Sohn Sean wird entführt von irgendwelchen Typen. Und das ist die letzte Info, die ich habe. Und dann wird man in diese Welt hier reingeschmissen und lernt seinen freundlichen Hausroboter wieder kennen. Der lebt noch, hat gewartet 200 Jahre, hat den Boden geputzt und so. Und dann trifft man diesen Hund hier. Ja, das war's. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier Karte aufmache. Da muss ich hin. Seh dich in Concord um. So, das ist ja auch auf dem Kompass da unten. Ich will nur eine Sache gerne wissen. Oh, eine Blume. Ernte. Wo ist mein Hundi? Hundi! Das ist mein Freund. Ich mag meinen Hund. Der ist voll cool. Eine Sache will ich noch wissen, wie man dieses, diesen Special-Modus aktiviert. Wenn Gegner kommen.
Muss ich gleich mal gucken, wie ich das mache. Das heißt, wenn gleich der nächste Gegner kommt, nicht verwirrt sein, der Acid, ja, wird wahrscheinlich nicht treffen. Nuka-Cola Quantum, aha. Zuckerbomben, jawoll. Also Zuckerbomben überleben auch eine atomare Explosion. Respekt. Das ist jetzt die erste Stadt. Ja, wie gesagt, man kommt erstmal in seine alte Stadt zurück, da wo das Häuschen ist. Und da ist halt alles kaputt. Hier steht wenigstens noch etwas. Und ich hätte jetzt einmal gehofft, dass hier ein paar Kakerlaken kommen, weil irgendwie kämpfe ich immer gegen Kakerlaken. Aber hier ist alles versperrt. Also Fallout ist ja auch immer so ein bisschen was, was man draus macht. Muss man auch ehrlich sagen, ne? So, aber eine Sache wollte ich noch sagen, das habe ich auch mit meinem Kollegen, Arbeitskollegen heute besprochen. Ich spiele auf PlayStation 4, er auch. Und wir sind beide der Meinung, ehrlich gesagt, ist die Grafik nicht der Burner. Ist es bei einem Fallout-Spiel jetzt nicht, kommt es nicht um die Grafik an, das wissen wir alle. Ist auch vollkommen okay. Ja, aber hier, wenn man jetzt hier so rumläuft, sieht das gut aus. Ja, sagen wir, Wandsafe. Oh. Hätte ich doch nur eine Haarklammer. Hätte ich nur eine Haarklammer, habe ich leider nicht. Was ist denn hier los? Guck mal, was hier alles liegt. Und ja, man muss ehrlich sagen, hier, das hier sieht akzeptabel aus. Wenn man sich das jetzt anguckt, das sieht echt nice aus. Sieht okay aus, sagen wir es mal so. Ne? Aber hier sind manche Texturen dazwischen. Vor allen Dingen auch am Anfang, wo man in diesen Vault kommt, ne? In diesen Bunker, wo man dann... sind das Gegner? Ja, ne? Da ist das alles so eine Sache, muss man ganz ehrlich sagen, das sieht nicht so dufte aus. Die haben da eine Textur ein bisschen gespart. Jawohl. Halten, um das Skillmenü zu öffnen. Ich bin Level Up. Yay, ihr seid live dabei. Billardkö, Gasmaske mit Brille, Raider-Rüstung, rechtes Bein und Raider-Leder. Haben wir den direkt ausgezogen. Sexy Boy, der pinkelt noch. Mein Hund pinkelt noch auf ihn. Ich habe Gefahr. Wo habe ich Gefahr? Schießt irgendjemand, ne? Ich öffne mal eben das Skill-Menü. Was ist das denn? Ah, das ist eine Taschenlampe. Schieß mal auf den hier. Raiders sind böse. Ah, ist er schon tot? Kann ich nicht auf den schießen? Sieht wohl nicht so aus. Ich heb hier alles auf. So, meine erste Mission fertig. Lasermuskete. Ich ziehe hier alles an. Ich würde gerne... Ah, da ist die. Lasermuskete. Gucken wir mal kurz. Nehmen die Lasermuskete. Und dann gucken wir mal im Inventar hier. Dass wir die als... Oh, doppelläufige Schrotflinte. Nice, meine Freunde. Lasermuskete. So, wie kann ich das hier als Favorit machen? R1. Nach oben. Annehmen. Okay. Level up. Gucken wir mal direkt mal, was wir hier kriegen. Oh, nice. Hier kann man... Das hier ist der Skill Tree. Der ist auch... wie heißt es? Der ist auch bei dem Spiel dabei. Als kleines Poster. Der ist ja auch recht früh bekannt geworden. Ich guck mal, was es hier so gibt. Schauen wir mal, was ist hier so? Eisenfaust, kanalisiere dein Chi, um eine zerstörte Wut zu entfesseln. Waffenlose Angriffe fügen deinem Gegner 20% mehr Schaden zu. Interessant. Deine flinken Hände und langen Finger machen Taschendiebstähle um 5. Nee. Härte, du kannst jetzt richtig einstecken. Du hältst sofort plus 10 Schadensresistenz. Du beherrschst die Kunst des Handelns. Beim Kaufen und Verkaufen behindern entziehst du bessere Preise. Das könnte ganz nützlich werden. Lass dich von deinem Vault-Tech leiten. Der Weg zum nächstliegenden Questziel wird im Watz eingezeigt. Das hört sich auch cool an. Kanalisiere den Geist des Wilden Westens. Nicht automatische Pistolen verursachen 20% mehr Schaden.
Das ist natürlich jetzt ganz gut, ne? Glück, du weißt, wie man verborgene Reichtum des Ödlands kommt und du findest mehr Kronkorken in Behältern. Das ist auch nicht schlecht. Oder man kann hier oben dann einfach sagen, ich möchte hier so Beweglichkeit uns erhöhen. Ne? Also ich sag mal, kurz, erklär es mal kurz hier oben. Die erste Reihe hier, das sind die Punkte, die man so hat. Wahrnehmung, Stärke und sowas hat alles. Da kann man unten diese Sterne, seht ihr? Da ist jetzt gerade ein neuer dazu, wenn ich das benutze. Da habe ich jetzt gerade 2, 4, 6 Sterne. Das heißt, ich kann hier Sachen holen für Ausdauer 6. Das heißt, ich könnte hier theoretisch alles bis hier unten holen. Hier 7, seht ihr auch, ist ausgegraut. Könnte ich dann hier oben, müsste ich erstmal hier einen neuen Punkt einsetzen. Deshalb würde ich eigentlich am liebsten erstmal hier gucken, dass ich hier ein bisschen runtergehe. Weil die Stärke und so, das ist erstmal okay. Ich glaube ehrlich gesagt, das hier hört sich gut an. Du bärst, das ist auch nicht schlecht. Frauen, du bist charmant und gefährlich. Frauen erleiden 5% mehr Schaden im Kampf. Sind die Dialogen einfacher zu überreden. Lady Killer. Das hier hört sich auch cool an. Das ist auch cool. Ich glaube, das hier, ich gehe erstmal hier rein. Das hört sich cool an, weil hier kriege ich ein bisschen mehr HP wieder. Das hört sich schlau an. Und das ist natürlich auch gut Geld. Geld ist gut. Das hört sich nicht schlecht an für das nächste auch. Oder hier Resistenz und Händler. Ah, das ist schwierig, Leute, schwierig. Ich habe Schadensresistenz ist natürlich am Anfang jetzt nicht so, weil ich halte ja erstmal ganz gut aus, bin noch nicht gestorben. Und ich glaube, ich nehme das hier. Auswählen. Auswahl bestätigen. Jawohl! Und hier kann man dann Stimpaks verbessern. Nichts daran. Ach, hier kann man dann noch sehen, was das bringt. Da 50%, 75% und die bringen vollständig wieder her. Das ist natürlich nice. Aber da braucht man natürlich Level 49 und ja gut, Int bleibt gleich. Aber man muss halt das Level erreichen. Gut. Lasermusketen können aufgeladen werden, wenn du wiederholt Bla drückst. Je mehr Ladung du verwendest, desto höher ist der Schaden. Das hier muss ich erstmal checken hier. Man muss, wenn man das Menü hat, so wie ich hier gerade, ne, da rechts seht ihr das ja, der wechselt nicht automatisch. Also das ist das Digitalkreuz hier, links, hoch, oben, unten, so, ne. Also links, hoch, rechts, unten, funktioniert alles, aber der wechselt das nicht, ne. Wenn ich jetzt hoch drücke, muss ich X drücken, dass er das auswählt. Das war natürlich jetzt ausgewählt, links, Waffe, X, und dann hat er die direkt, ne. Und das hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt. Was war das denn? Ach so, muss ich den aufladen. Okay, gehen wir mal hier rein. Museum der Freiheit. Oh, Ladebildschirm. Das hatten wir das in Fallout 3 auch? Hatten wir das in Fallout 3 auch? So, Ladebildschirm, wenn man in so ein Gebäude geht? Ich bin gerade nicht sicher. Ich dachte, das war alles durchgängig, bin mir nicht sicher. Aber egal. So, was haben wir hier? Automatisch speichern, das sieht doch nett aus. Finde die Einsiedler. Ist das dann Gegner? Ja. Dann komm mal raus, mein Freund. Ah, okay. Ist er tot oder lebt er noch? Oh, wer schießt? Wer schießt denn hier? Aber was ich sagen wollte, das ist echt lustig in dem Spiel. Der Hund stirbt nicht. Finde ich eigentlich ganz cool, weil ich will nicht sehen, dass der Hund stirbt. Aber da gibt es schon lustige Videos von. Dass der Hund läuft durch Flammen und sowas und stirbt einfach nicht. Da ist er. Da ist er doch. Komm raus, mein Freund. Das war ein Kopfschuss. Und hier sowas zum Beispiel. Muss man ganz ehrlich sagen, guckt euch mal die Text. So, jetzt würde ich gerne mal wissen. Guckt euch mal die Textur hier an. Das ist doch nicht schön. Also, ich weiß nicht. Hier geht das einigermaßen. Aber das hier,
das hier, das sieht doch echt nicht dufte aus. Wie gesagt, und das ist halt so ein bisschen, da muss man schon mal ganz ehrlich sein, das ist im Jahre 2015 schon krass. Wie gesagt, ich sage nicht, dass das kritisch zum Spiel ist, ich sage nur, dass es ein Negativpunkt ist. Weil das Spiel wird hochgelobt und das Spiel ist auch cool. Aber man muss gucken. Habe ich hier ausgezogen? Ey, sexy lady. Oh, die sieht aber nicht so sexy aus. Sieht auch gar nicht glücklich aus. Voll dark. Was geht denn hier ab, ey? Leute. Mein Hund, der chillt auch hier. Der denkt auch so, was ist denn hier los? Ich die Puppe umgeschmissen. Ob es hier noch irgendwo was gibt. Arbeitskollege meinte auch, er findet es sehr, die Steuerung ist sehr komisch. Das ist aber bei Fallout leider immer so gewesen. Die ist etwas hakelig. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber mit der Waffe hier komme ich eigentlich ganz gut klar, weil die Gegner auch alle ein bisschen weit weg sind. Und so, weiß nicht, so ist auch anders, ne? Muss mal gucken. Bin ich jetzt hochgegangen? Wie bin ich denn hier hochgegangen? Hier ist eine Laterne. Kann ich nicht mitnehmen? Mein Hund hat gefiebt. Das gefällt mir gar nicht, wenn mein Hund fiebt. Ah, hier war ich eben auf der anderen Seite. Was ist das hier? Patrone. Das ist natürlich cool in dem Spiel. Kann man einfach alles aufheben. Ja? Mein Hund. Hier geht's runter. Ach, hier war. Ja, okay. Hier geht's runter. Wow. Das ist eine Katze. Das findet mein Hund gar nicht gut hier. Guck mal hier. Und man kann im Spiel alles verwenden. Alles, was man findet, kann man irgendwie verarbeiten. Das ist ganz cool gemacht. Keine Haarklammern. Keine Haarklammern, aber schade. Was ist hier? Das ist wohl Hexcode 0x ist Hex. Wähle mit L ein mögliches Passwort. Drücke X, um es einzugeben. Ist nicht richtig, wird die Zahl der richtigen Buchstaben minus. Aha. Was? Treffer 3, Notes. 3. Das verstehe ich irgendwie noch nicht so ganz. Was ist hier? Treffer 1. Treffer 2. Iga. Aha. Es wird in 10 Sekunden. Ich habe keine Haarklammern. Hä, verstehe ich nicht. Ach so. Ich habe es verkackt. Ich verstehe, meine Freunde. Ich habe es verkackt. Und deshalb wurde das Terminal gesperrt. Aber jetzt sollte es wieder gehen. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, wie das funktioniert. Ich glaube, ich bin in der falschen Reihe dann gewesen. Ah, das ist jetzt sogar ein anderer Code. Ach du Scheiße. Das bedeutet... Ja, wie macht man das denn? Versuche übrigens, da oben steht es sogar. Science. Null Treffer. Treffer 0. Vielleicht dann das hier in derselben Reihe. Ach, das sind die verkackten Versuche, die ich habe. Aber woher sehe ich denn jetzt, welches richtig ist? Ja, keine Ahnung, wie ich das... Muss ich mir mal durchlesen, wie das hier funktioniert. Gehen wir jetzt erstmal auf jeden Fall weiter. Mad X. Messer, Nuka-Cola, immer gut. Springmesser, auch gut. Schädel, ja, gut. Nehmen wir auch mal mit. Zementsack. Hier, der ist tot. Das ist der Tote, der chillt da einfach sein Leben.
Mad X. Oh ja. Schön die Spritze, schön Morphium gegeben, jetzt geht's ihm wieder gut. Glühbirne, Plastikmesser. Ja, wie gesagt, das ist natürlich das Faszinierende an Fallout, dieses Erforschen halt, ne? Wenn einem sowas nicht gefällt, dann kann man das Spiel eigentlich direkt vergessen, weil man muss schon ein bisschen erforschen und den Willen haben. Schon wieder einen nackig ausgezogen. Ich ziehe die alle nackig aus hier. Laufen kann er auch, aber ich will es drin nicht laufen. Die haben Angst. Oh, die Armen haben Angst. Kommt der jetzt hin? Ey, was geht hier denn so auf meinen Hund? Geh drauf, Hund. Jawohl. Level 3, da geht aber schnell jetzt plötzlich, ey. Also ich habe einen für Level 2 habe ich anderthalb Stunden gebraucht. Das Einzige, was mir jetzt noch ein bisschen... Ich weiß immer nicht, wie das geht, Mann. Ich habe immer ein doofes Gefühl. Hier hätte ich auch drauf schießen können. Mein Hündchen, wie geht's dir? Hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich, kleiner, feiner Hund. Hund, ich will dich streicheln. Kann ich dich streicheln? Hey, warte da. Reden. Wie geht's dir, Kumpel? Wie geht's auch? Tricks? Hey Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Jawohl. Bellen. Oh, guck mal. Oh, das ist aber ein schöner Hund. Guck mal, was der kann. Feiner Hund. Ich mag Hunde. Immer sehr freundliche kleine Hunde. Oh, ich habe gar keine Munition mehr. Okay. Ist aber schon hier. Also hier sieht es wieder atmosphärisch aus. Ich meine, hier ist die Grafik jetzt auch nicht so dolle, das sieht man ja. Aber. Also hier gehe ich nicht runter. Bin ich von da gekommen? Ja. Und ich meine, es sieht atmosphärisch aus, das ist cool, aber. Komm schon, wir gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Ich geh mal spazieren. Aber ich komm wieder. Und dann seid ihr tot. Da ist er. Scheiße. Boah, geil. Ich guck mal ganz kurz in die. Komm hier in die Steuerung. Schlag, starker Angriff, Granate. Aktivieren. Ziehen, nachladen. Options. Puff. Springen. Sprinten. Watz. L1, okay. Watz. Ich weiß, ich spreche das bestimmt falsch aus. Wo ist denn mein Hund? Hund? Was habe ich denn da unten hingesetzt? Ist er da irgendwie...
Okay, da muss ich hin. Guck ich aber vorher nochmal kurz hier, was hier abgeht. Ich wäre sehr glücklich, wenn mein Hund mitkommen würde. Okay, hier ist nichts. Wie kann ich den denn holen? Kann ich den irgendwie holen? Guck nochmal Steuerung. Ist eigentlich nie so ein gutes Zeichen, wenn man in Steuerung gucken muss, um irgendwas rauszufinden, aber gut. Ich hoffe mal, der kommt gleich. Ich könnte jetzt auch auf den schießen, oder? Ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Minutemen! Du schuldest mir was, ich helfe gern auf der Durchreise. Ja, machen wir Minutemen. Sich jetzt etwa zurück in der Zeit. Jawohl. Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Nee. Die Welt hat sich verändert, ja, das stimmt wohl. Die Welt hat sich sehr verändert. Das ergibt alles keinen Sinn. Alles in Ordnung? Also, wir brauchen deine Hilfe. Und dann können wir vielleicht dir helfen. Mein Sohn Sean wurde entführt. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Was für eine Scheiße. Tut mir leid. Ich weiß, wie diese Welt sein kann. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Ich schwöre, der sagt, sein Sohn ist ein Jahr alt. Der ist bestimmt jetzt 20 oder so. Oder ein alter Mann oder sowas. Pech gehabt. Das ist eine grausame Welt. Meinst du, ich weiß das nicht? Nee. Was ich gesehen habe. Was ich getan habe. Ey, hol mal nicht rum, ey. Ist und das hier sieht wiederum ganz gut aus, der Typ. Wenn man so ins Gesicht. Also, das sieht okay aus. Dann lass mal hören. Sturges. Sag's ihm. Das Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Halt. Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine die T-45 Powerrüstung. Nice. Jetzt gehen wir natürlich mal richtig ab, Leute. Powerrüstung, ich werde nicht helfen. Was macht diese Powerrüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist cool. Zäher, immun gegen Strahlung. Und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Gute Idee. Das wollte ich hören. Gut, was? Es gibt nur einen Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Quatsch, ihr steckt doch nicht fest, ihr habt mich. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Aber du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern, eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir wissen, wo man eine nicht findet. In das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitsturm. Also, ich repariere. Also irgendwie ist das ein bisschen komisch hier mit dem Ton. Der redet dem einfach dazwischen und so. Du könntest es probieren. Ja, machen wir zusammenfassen. Nach einem Fusionskern ist so. Oh. Das kann nicht so schwer sein. Mal sehen, aber was ich tue. Ich mach das klar. Okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal alt. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Ich mach das klar. Entriegele das Sicherheitstor. Das ist ein Comic. Kann man den Comic lesen? Cool, ich kann den Comic lesen. Kann ich nicht. Ich kann den nicht lesen. Hey, was soll der Scheiß? Ich nehme den mal mit. Kann nicht schaden. Vorsicht, Kind. Es kommt was. Und es ist wütend. Seife. Ich nehme Seife mit. Kann ich immer gebrauchen. Zahnpasta. Kann ich auch direkt mitgehen. Ma'am. Wen hat Dogmeat uns denn... Dogmeat. Dogmeat? Also dein Hund? Oh, er ist nicht mein Hund, nein.
Dogmeat, bester Hund. Eigenständig. Einen solch freien Geist kann man nicht besitzen. Er sucht seine Freunde aus. Bester Hund. Bester Hund. Sind die Camps, Kind. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Voll auf Drogen. Wie ich denken kann. Das ist unglaublich. Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Und jetzt gerade sehe ich, dass etwas. Und die sieht wiederum irgendwie von der Grafik her voll scheiße aus. Die Ohrringe, das Gesicht ist jetzt nicht so der Burner. Gut, wie gesagt, ich will jetzt nicht die ganze Zeit über die Grafik reden, aber das ist halt das, was mir auffällt. Ist wütend. Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen. Bitte. Bitte. Jawohl! Das war Charisma. So, und da ist der Ton wieder. Die bewegt ihre Lippe gar nicht so, ne? Das ist voll asynchron. Und das ist immer die Scheiße bei Sachen, die synchronisiert sind. Das ist alles. Jetzt brauche ich Ruhe. Ja, ich habe mein Charisma spielen lassen. Du hast einen Auftrag zu erledigen. So, da ist jetzt wieder alles okay mit dem Synchron. Ja, gut, das reicht dann jetzt. Was ist hier mit dem Yun Long? Mister? Oh, guck mal hier. Eine Puppe, endlich. Dann nochmal, ja. Nice. Meine erste. Alles klar? Wir brauchen Hilfe und kriegen einen Vault-Bewohner. Was willst du in diesem dummen Anzug tun? Hey, was ist denn los mit der? Die ist voll aggro. Ich helfe hier voll und so. Ja, jetzt bin ich hier. Ich besser die andere Seite. Weiß gar nicht, wo ich jetzt nochmal hin muss. Schon wieder alles vergessen hier. Was muss ich tun, meine Freunde? Was muss ich tun? Ich hoffe, diesmal ist das alles synchron, ey. Ich habe keinen Bock. Ansonsten lade ich es trotzdem hoch. Mir egal. Powerrüstung, hier ist sie doch. Superkleber. Scheiße. Was ist das hier? Nehmen. Golduhr? Die schießen einfach. Ich geh mal wieder rein, geh dann auf die andere Seite. Ja, da sind wir doch. So, muss ich jetzt machen? Hier, gucken wir uns das mal an. Ja, Level Up kann ich auch machen. Ich strecke mal das hier unten. Intelligenz. Stimpacks, nice. Ist jetzt, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch was bringt, weil im Moment ist es nicht so, dass ich Stimpack Notdrang habe. Deshalb mache ich jetzt mal hier. Jetzt mal hier Schadensresistenz. Jawohl. Oh, das ist auch cool. Vitalität und so. Das hört sich gut an. So, jetzt würde ich gerne mal wissen, wo ich lang muss. Radio, Karte, Daten, Aufgaben. Entriegle das Sicherheitstor.
Kommen wir hier wieder runter. Ach, hier das. Ah. Hab keine Haarklammern. Ja, dann sag mir doch mal wie. Was soll denn der Scheiß jetzt? Stole Truth, Craft, Angus, Agil, Knie, Knife, Smee, Smile, Great, Thugs, Ghost. Ey, wie geht das denn? Ich verstehe das nicht. Truth. Zugang verwehrt. 666. Ja, aber hier zu raten bringt ja auch nichts. Ich verstehe das echt nicht. So blöd bin ich da auch nicht. Kann aber nicht sein hier. Keine Haarklammern. Wenn ich eine Haarklammer hätte, dann könnte ich das ja so entsperren, aber... Wo ist mein Hund eigentlich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wollen, dass ich Hex übersetze. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ah! Warum auch immer. Schaffe dir einen Fusionskern. Öffnen. Ist das ein Fusionskern? Oh, den kann ich einfach hier rausnehmen. Das ist schön. Hör mal, die haben echt hier diese Textur. Guckt euch das mal an. Und das meine ich. Das können die mir doch nicht erzählen. Das ist doch, also mal ganz im Ernst. Ich meine, da hätten sie, wahrscheinlich mussten sie es auf eine Blu-ray quetschen und dann haben sie hier Texturen reingemacht, die einfach gar keine Textur besitzen. Die sind ja, weiß ich nicht. Ist ja, weiß ich nicht. Ich meine, wie gesagt, man muss immer gucken, wie man schaut, wenn man sowas macht. Ne? Eine ganz offene Welt und so, das ist alles ein bisschen, ist nicht so einfach, sagen wir es mal so. Kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Aber das, ich weiß es nicht. Hier, jetzt laufen wir mal. Hier ist noch Nuka-Cola. Nuka-Cola. Was haben wir hier noch drin? Kühlschrank? Äpfel. Kuchen. Ja. Wo ist denn mein Hund? Bin ich hier an dem vorbeigelaufen? Hundi? Da, komm mit. Aufgepasst. Folgen. Komm schon. Ja. Dog Meat. Kommst du jetzt mal? Ist denn los mit diesem Hund? Ja, komm. Hier, geht's weiter, mein Freund. Super Dog. Aha. Ich kann nicht ohne dich gehen, ey. Das geht nicht ab.
Ah, jetzt kann ich den Fusionsgenerator noch reinstecken und die alle abmurksen. Nawoll, wunderbar. Da passt das Video doch richtig gut. Ich bin gespannt, meine Freunde. Ich bin gespannt. Hund kommt mit, ne? Der Hund macht auch alles klar. Der bellt alle zu Tode. Der bellt alle zu Tode. Jetzt lädt er wieder her. Gerade immer hat er schneller geladen. So, dann machen wir den Fusionsgenerator mal da rein. Wie mache ich das? Transfer? Kann ich jetzt einfach hier so... versuchen? Ah, mein Inventar. Ist ja interessant gemacht. Also, ich hätte jetzt die ganzen Sachen hier aufheben können und... ja. Und wie gehe ich jetzt da rein? Transfer. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach alles nehmen soll. Hab ich doch schon. Ja, hab ich doch. Leg die Power-Rüstung an. Kleidung. Ah. Du musst eine Power-Rüstung. Ja. X. Schlau. Ja. Das erklärt einiges. Schnapp dir die Minigun. Mein Hund, der chillt hier mit mir. Kann ich das dann auch wieder aufheben hier, was hier rumliegt, oder ist das egal? Die Minigun schnappen und dann geht die Action ab, meine Freunde. Gibt's hier keinen... Oh. Ich wollte eigentlich ein... ist das kein Jetpack, was ich am Rücken habe? Oh, da ist ein Monster. Ach du Scheiße. Ich will dir das, den Torso auswählen. Warum kann ich das nicht auswählen? Ach, kann ich das nicht immer machen? Mein Hund ist ein Spiel. Nein! Wow! Alter, will er mich verarschen? Wie kriege ich den denn so schnell kaputt? Der hat noch voll viel AP gehabt. Na, weißt du, jetzt habe ich schon so eine Rüstung verkackt trotzdem. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal vorne die kaputt. Und, ja, ich weiß auch nicht so genau.
So, bin ich mal gespannt. Reduzieren die Nünne, ne? Finden Schaden durch Stürze. Wow. Jetzt ist kein Monster hier. Will er mich verarschen? Wow, mein Hund ist in Schwierigkeiten. Wie heil ich denn meinen Hund? Da. Oh, da ist das Ding. Ich weiß nicht, wie ich den töten soll. Wie viel AP der hat. Muss ich weit laufen? Ja! Jetzt gehen die auch noch auf mich drauf. Mich verarschen. Die gehen auf mich anstatt auf den? Auf das riesige Vieh? Mein Hund hat, glaube ich, Angst. Was? Ey, will er mich verarschen? Wenn die schneller laufen. Ey, was? Lauf doch, Mann. Nein! Ey! Wenn ich jetzt noch sterbe, dann raste ich richtig aus, Leute. Will er mich... Ey, was für eine Hurenpiss-Scheiße! Ey, was... Entweder bleibe ich die ganze Zeit stehen, der läuft wie ein Lahmarsch. Der bewegt sich keinen Millimeter. Ey, wie langsam läuft der denn?
will mich verarschen! Piss-Kack-Spiel! So, wir gucken jetzt erstmal, wie ich die Scheiße hier steuere. Ich kann nichts machen. Also, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich kann so blöd springen hier. Kein Jetpack. Ich kann mich hier heilen. Ja, aber... Warum kommst du nicht runter? Ja, ich komme ja runter, ist ja gut. Was für ein Scheiß, ey. So, da ist er. Ah, der kommt da aus dem Boden. Ah, jetzt muss ich nachladen, na super. Nicht wie, was ich tun soll. Ich kann Nahkampf, ich kann nichts tun. Ich weiß nicht wie. Ich kann nur die ganze Zeit Stimpaks benutzen. Das ist anscheinend das Geheimnis in diesem Spiel. Stimpaks. Ich versuche die hier auf den drauf zu gehen. Genau, lenkt den mal ab. Der will mich verarschen. Haben die den jetzt gekillt? Das Nachladen. Erklärt einiges. So, wo ist hier einer? Fehlt da noch was? So, Todeskrallenfleisch, Todeskrallenklaue. Schießt denn auch da drin? Mich verarschen? Ja, Hund, mach mal klar. Mein Dogbeat macht das klar. Suche einen Arzt und einen Red Away. Strahlung, okay.
spielen, ne? Ich will looten. Also, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen hakelig gewesen mit dem Kämpfen. Ich hab doch Red Away bekommen, oder? Ja. Hilfsmittel. Red Kakerlakenflash. Red Away. Wo sieht er denn, dass ich die Strahlung abbekommen habe? Ich hätte es gedacht, dass wir links unten da Reds. Aber irgendwie. So, jetzt mache ich schön als Looten, ey. Ist jetzt wahrscheinlich eh wieder da hinten rein, ne? Ja, genau. Dann suche ich nochmal den Anführer hier und loote den. War das der? Ja. Wunderbar. Dann haben wir pünktlich zur Stunde den Boss besiegt. Wie gesagt, das Kämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen, war ein bisschen hakelig. So. Auch, ich weiß nicht, was ich tun soll. Weißt du, ich bin voll nicht beweglich. Ich kann nicht wegspringen. Der läuft voll langsam. Also, muss ich mal ganz ehrlich sagen, war schon ein bisschen hakelig. So. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel ankommt. Ich meine, es ist voll. Es hat eine riesige Fanbase. Aber kritisch muss ich sagen, sind schon ein paar Sachen da drin, die mir nicht so gefallen. Jetzt die ganze Zeit mit Linie rumlaufen. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der sie. Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Jawohl. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Ich habe es nicht für das Geld getan. Hey, tut mir leid. Ich bin es gewohnt, dass jeder nur an sich denkt. Du erinnerst mich an meine Freunde, die anderen Minutemen, die ihr Leben für etwas gelassen haben, das größer ist als sie selbst. Du solltest mit nach Sanctuary kommen. Wir könnten deine Hilfe brauchen. Ja. Warum nicht? Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben, wie zuvor. Denn dein Schicksal. Schicksal? Was meinst du damit? Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Die kann mein Sohn spüren. Er lebt. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur. Die ist voll auf Drogen, ich schwöre. Die ist voll auf Drogen. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Juwel des Commonwealth, okay. Du bist nutzlos. Was ist denn Diamond City? Ist Sean dort? Also Kind, ich bin müde, ja, ja. Wenn du mir sprichst, ach, guck mal. Die will, ich sag's dir, die will scheiß Junkie, die will scheiß Stoff haben, damit die weiter was sehen. Dieser Mist bringt dich noch um, ja, das stimmt. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute. Dank unserer neuen Bekannten. Entschuldigung. Klingt, als solltest du dich besser auf den Weg nach Diamond City machen. Als sie total zugedröhnt war. Ich weiß nicht, Diamond City oder
Juwel des Commonwealths oder Sanctuary. Das ist so cool an diesem Spiel, das mag ich voll gerne. Diese kleinen Bilder mit dem Vaultboy hier, das ist auch voll cool. Das ist echt cool. Geht zu Preston Garvin Sanctuary. Aha. Concord. Ach, guck mal, das ist da, wo ich hergekommen bin. Ach so. Okay. Wollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als das hier kann es wohl kaum. Euch alle, Mama. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Hund, du schlichtest jetzt, Hund. Was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, John, wir müssen gehen. Gehen die jetzt alle hier raus? Okay. Ich will noch mit dem reden, irgendwie habe ich den markiert. Wir müssen weiter. Ach, der läuft jetzt und ich müsste damit da hinten mit ihm reden. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, meine Freunde. Weißt du, ich habe hier die voll die krasse Rüstung und die gehen jetzt einfach raus. Die Hilfe, die du benötigst, befindet sich in Diamond City, mein Kind. Gehen wir auch mal raus. Diamond City. Big, big city girls. Big, big city bitches. Jawohl, big city bitches. Hab mich das eben aufgeregt, als ich gestorben bin, kurz vorm Ende. Alter Vater. Vergiss nicht, welchen Preis wir gezahlt haben, um so weit zu kommen. Machen wir uns auf den Weg. Muss ich die jetzt beschützen oder was? Ich glaube nicht, ich würde mich jetzt einfach teleportieren. Was ist das denn hier? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich jetzt teleportieren. Preston Garvey. Okay, also der läuft jetzt anscheinend und ich muss gucken, wo ich hier nach Commonwealth komme. Diamond City. Das ist aber ganz schön weit weg. Das ist echt arschweit weg. Deshalb gehe ich, glaube ich, erstmal wieder. Preston Garvey. Okay. Gehen wir mal hier raus. Ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen muss. Ich verstehe das irgendwie nicht so. Ich nehme mal den Fusionskern, nehme ich mal mit. Ich kann gar nicht laufen, ne? Okay. Ist alles viel zu schwer hier. Gucken wir mal, was ich hier wegschmeißen kann. Gewicht 1, 0, irgendwas. Irgendwas mit 3. Kochplatte, den können wir wegschmeißen. Ablegen. 3. Taschenlampe. Wie was? Oh, 5. Die behalte ich aber mal. 8. Zementsack, ja, den kann ich auch wegschmeißen. Munition behalte ich aber, die ist immer gut. Ehering, den behalte ich auch. Gammler Outfit. Schadens. Ach guck mal, das ist sogar besser als meins. Ja, vielleicht habe ich deshalb verkackt eben, weil ich einfach nichts anhatte. Kann natürlich sein. Bloß ich weiß nicht, was ich anziehen und was ich wegschmeißen soll.
Was haben wir denn hier? Schadensresistenz 100. Kann ich den nicht einfach anziehen? Gewicht 0. Muss eine Powerrüstung, um das ausrüsten zu können, okay. Ah, das wiegt auch nichts. Okay, das ist schon mal gut. Leg mal alles ab, so. Ich hätte besser die Waffen ausgezogen, ohne Scheiß. Die wiegen noch viel mehr, oder? Wie viel Automatik hier ich habe. Ah, ja, hätte ich mal besser machen. Ja, egal. Schrotflinte, nice. Favorisieren wir da mal direkt. Als ob ich alles fallen lassen. Puff. Schön im Kreis hier, alles schön aufgebaut. So, die laufen da hinten. Soll ich mit denen gehen? Soll ich mich teleportieren? Ich weiß nicht. Egal, ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal Schluss mit dem Video. Das hier ist mein krasser Typ. Mir regnet es aufs Haar. Das sieht auch wiederum jetzt nicht schlecht aus. Wie gesagt, das Spiel ist nicht abgrundtief hässlich oder so. Ich meine, die Welt ist jetzt auch jetzt nicht so die schönste, ne? Es ist ja nach einem Atomkrieg so, Atomexplosion. Aber trotzdem, ich muss mal ein bisschen Kritik, wenn es eine Kritik gäbe an diesem Spiel, ist es die, für mich, die etwas hakelige Steuerung, wo man sich natürlich noch dran gewöhnt, denke ich mal. Und zweitens, die nicht so wunderschöne Grafik. Aber es ist ein Open-World-Spiel, ich kann es verstehen. Aber wie gesagt, das sind die beiden Kritikpunkte, die ich bis jetzt habe. Story ist interessant, die Welt ist interessant, es ist das typische Fallout-Feeling, man kann alles aufheben, verarbeiten, wie auch immer. Das ist ziemlich cool. Und ansonsten, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich finde die mit dem Links jetzt hier hin und her laufen und so, finde ich sehr interessant. Macht mir auf jeden Fall Spaß. Ihr könnt mal drunter schreiben, ob ihr mehr von Fallout sehen wollt und wie ihr dieses Format findet mit dem The First Hour of bla bla bla. Wir sehen uns, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.